Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein etwas anderes Setting. Wir werden heute meinen Kleiderschrank aussortieren. Hier neben mir liegt schon einiges. Und ich hoffe, es fällt jetzt nicht um, weil ich draufgehauen habe. Hinter mir seht ihr da meine hängenden Kleider, Jumpsuits und so ein bisschen was anderes, was da so zwischenhängt. Und da oben in der obersten Schublade sind noch Tops von mir drin. Die mittlere Schublade ist sogar leer. Und in der unteren Schublade bewahre ich so Anleitungen von Technikkram auf, kleinere Verpackungen von Technikkram und Technikkram. Ich war wirklich kurz am Überlegen, ob ich das so mache wie letztes Mal, dass ich alles aus meinem Kleiderschrank anprobiere, aber ich hatte keine Lust dazu. Mein Vinted-Account werde ich euch auch unten in die Infobox verlinken, also falls ihr da stöbern möchtet. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Und tatatata, das ist die erste Schublade mit meinen Tops drin. Hier sind Turtlenecks und sowas. Die werde ich nicht aussortieren, weil ich die Farben da habe, die ich haben möchte. Und das bleibt dann so, wie es ist. Hier drüben liegen drei Korsetts rum, eins in ganz weiß und eins mit Blümchen. Die bleiben auch auf jeden Fall. Und dann haben wir hier ein paar Tops, die ich jetzt rausholen werde. Und dann werden wir sehen, was davon bleibt und was nicht. Damit ihr mir glaubt, die mittlere Schublade ist komplett leer. Und dieses Fach hier ist auch komplett leer. So, die Schublade ist jetzt ausgeräumt und der ganze Krempel aus der Schublade liegt hier, ausgenommen meine Turtlenecks, was ihr aber in dem Handyvideo gesehen haben werdet. Ich fange direkt mal an. Dieses Top hier ist von Free People und das behalte ich. Es hat einen offenen Rücken und es ist perfekt für den Sommer. Dieses Top habe ich mir auch von Free People bestellt. Leider hat der Versand so lange gedauert, dass ich es im Sommer nicht mehr tragen konnte. Es wird hier an der Seite so zusammengeschnürt. Fand ich ganz cool. Da ich es noch nicht wirklich tragen konnte, außer mal für ein Fotoshooting. Yours bleibt auf jeden Fall bei mir. Dann habe ich zwei Mesh-Tops. Einmal dieses hier mit den Engeln drauf in blau. Ich glaube, das kennt so gut wie jeder oder sehr, sehr viele Menschen. Hier, ich finde es ganz cool, aber irgendwie trage ich das nur für Fotoshootings und für sonst nichts. Deswegen werde ich das jetzt aussortieren. Ist quasi das gleiche in rosa, nur für Shootings getragen. Und deswegen kann das jetzt auch gehen. Dann habe ich dieses weiße Top, was ich so oft anziehe für Shootings oder so. Oder wenn ich mal nicht weiß, was ich anziehen soll. Jo, aber das bleibt auf jeden Fall. Ich liebe, liebe, liebe dieses Top. Dann ein rosanes Top von H&M, das hat sogar lange Ärmel, das kann man jetzt super im Frühling wieder anziehen. Und ich zeige euch das Top, glaube ich, verkehrt herum, but anyways, es sieht von vorne und hinten komplett gleich aus. Und dann nochmal ein Top von H&M in lila, das finde ich auch richtig, richtig schön. Und dieses Top hier, was ich richtig, richtig schön finde, es ist weiß mit schwarzen Polkadots drauf. Ich fände es ein bisschen cooler, wenn es dunkelbraune Polkadots wären. But anyways, ich mag den Schnitt von diesem Teil, Square Neck, absolute Liebe. Und es bleibt. Dann habe ich mir letztes Jahr dieses grüne Top hier gekauft. Ich finde es auch immer noch richtig, richtig cool. Ich liebe die Ärmel da dran, auch dass sie vorne mit der Schnürung und so. Aber was ich mir gewünscht hätte, hinten, dass hier das so gesmockt wäre, also wie bei diesem Top hier zum Beispiel, dass es komplett stretchy ist, wie man sehen kann. Und das ist dieses Top hier halt absolut nicht. Und es hat an der Seite einen Reißverschluss und der kratzt ein bisschen. Nicht unbedingt den ganzen Tag über, aber man spürt es halt immer mal wieder. Und das Ganze nervt mich ziemlich. Und wenn mich an einem Kleidungsstück irgendwas stört, ich weiß, dann ziehe ich es einfach nicht mehr an und deshalb kann dieses Top hier gehen. Und ich habe mir das gleiche Top auch noch in weiß gekauft. Ja, ich fand den Schnitt halt mega cool und ich habe gedacht, ja, mit dem Reißverschluss, vielleicht stört es dich nicht so sehr, aber es stört mich doch.
Und hier gleiche Geschichte, ich werde es aussortieren. Welches Top ich aber auf jeden Fall behalten werde, ich finde das richtig, richtig cool. Es ist super schön luftig, locker auf der Haut, ist diese Bluse, ich liebe sie. Und dann dieses Mesh-Top in weiß, also es ist komplett durchsichtig, man musste was drunter anziehen, finde ich mega cool. Und es bleibt. Dann nochmal so ein Top in schwarz, das darf auch bleiben, weil ich es einfach cool finde, sowas zu haben. Kommen wir zu diesem Top, das habe ich super oft getragen. Ich habe es geliebt, aber letzten Sommer habe ich es gar nicht getragen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal anprobieren, gucken, ob es noch passt. Dieses Top, was mal super anders ist, ist einfach mal so kariert. Häufig sieht man sowas ja eher bei Hosen oder Blazer oder sowas und nicht als so ein Crop-Top. Und hinten wird eine Schleife gebunden, also es ist super luftig für den Sommer, das bleibt auch auf jeden Fall bei mir. Ein Teil von Topshop ist so ein bisschen korsagenmäßig geschnitten, ich finde es ganz cool. Ich habe es aber noch nicht getragen, weil ich das glaube ich so im Herbst, Winter gekauft habe, also irgendwo wo es kälter war oder auf jeden Fall nicht mehr so warm draußen, you know. Ein Top, was für den Sommer absolut perfekt ist. Noch ein gelbes Top, was ich allerdings gar nicht so häufig trage. Juri, es ist schön. Es fällt auch schön. Es ist super für den Sommer. Juri, ich glaube, das ist auch so ein Vielleicht-Kandidat. Und das gleiche Top wie vorhin, das Weiße in einem Neon-Pink-Ton. Juri, es ist mein einziges neon-pinkes Top. Das bleibt auch. Das ist so cool, einfach nur für den Sommer. Es hat eine Kapuze, es ist super sporty angehaucht, was ich auch ganz cool finde. Und hier ist es super luftig. Ich lieb's einfach nur. Und Pummeluff bleibt auf jeden Fall bei mir, denn Pummeluff ist my favorite. Eigentlich eher Knuddeluff, but Knuddeluff bekommt man eben nicht als T-Shirt. Und dann ein richtig cooles Fun Piece, was auch aus so Mesh ist. Also ist eigentlich komplett durchsichtig, wenn man das sehen kann. Ist so ein Tie-Dye. Ich find's cool. Und ich behalte es auch auf jeden Fall, weil für den Sommer ist es mega. Und dann nochmal so ein mintgrünes Top, wie das schwarze von. Ich glaube, das ist sogar exakt das gleiche, halt nur unterschiedliche Farben. Das bleibt auch auf jeden Fall, weil Pastellfarbe, hello. Oben drauf habe ich meine Röcke geschmissen. Das hier ist kein Rock, aber es ist etwas super Praktisches. Das ziehe ich nämlich immer unter Kleider an und damit kann es mir egal sein, ob irgendjemand was sieht oder nicht, weil wenn, sieht ja nur das hier. Dann ein Rock, der etwas untypisch für mich ist. Er ist nicht pastellfarben, er ist schwarz und weiß. Und schwarz ist eine Rarität in meinem Kleiderschrank. Es ist eigentlich auch gar kein Rock. Es ist eine Hose, die eine Anmutung eines Rocks hat. Aber ich fand dieses Teil ultra cool. Und hier, es ist super warm. Es ist nämlich aus richtig dickem Stoff. Für den Winter perfekt. Und das bleibt auch auf jeden Fall bei mir. Dann ein rosa Tüllrock, der bleibt. Ja, also ich glaube, bei meinen Röcken wird nicht viel gehen, weil ich habe die mal irgendwann aussortiert. Ich weiß nicht, ob ich das on-camera oder off-camera gemacht habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas bei meinen Röcken gehen wird. Wir werden einfach mal schauen. Das hier ist mein Rillakuma Latzrock. Der bleibt auch auf jeden Fall. Also ja, den habt ihr vielleicht auch schon öfters mal gesehen. Weißer Tüllrock, der bleibt. Mein Erdbeertüllrock, der bleibt auch auf jeden Fall. Ich liebe den. Noch ein weißer bzw. cremefarbener Tüllrock. Der andere war auch cremefarben, der bleibt auch. Dieser Rock, das wäre so ein Vielleicht-Kandidat, glaube ich. Ich finde ihn cool. Ich mag den Schnitt vom Rock. Ist so Samtoptik. Der sieht aus wie am ersten Tag, obwohl ich ihn ultra oft getragen habe. Und dann diesen Pinafore, Latzrock, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Habe ich auch aus Japan. Finde ich mega, mega cool. Der bleibt auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen Rock, den habe ich auch von Kleiderkreisel. Ich finde ihn schön. Er passt auch richtig gut. Aber von den Farben her so lila, braun, ja, mit der Schrift. Keine Ahnung, also irgendwie geht mir zu viel auf diesem Rock vor sich. Und ich glaube, das ist einer, den ich aussortieren werde. Noch ein Tüllrock, der diesmal aber länger ist, der bleibt. Und mein allerliebster Midi-Rock, den habe ich auch aus Japan. Den habe ich mir auch mal umgenäht oben. Also der war eigentlich ursprünglich ein bisschen länger, aber mir hat das oben nicht gefallen. Und hier, ich liebe den. Der ist so ultra schön. Und dann diesen Rock von Liz Lisa. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob ich den behalten möchte. Sagen wir mal, vielleicht. Der erste Pullover habe ich mir erst vor kurzem bei Naked gekauft. Das ist so ein Rollkragenpullover. Ich liebe den. Apropos Naked-Bestellung, der hier war auch mit dabei. Ich habe mir an dem Tag
allen Ernstes 3 gelbe Pullover gekauft. Einer ist allerdings unten in der Wäsche, den kann ich nicht zeigen. But here, das hier ist so ein super fluffy, warmer, weicher Pullover. Er hat einen V-Ausschnitt. Hier hätte ich es auch cool gefunden, wenn der so einen weiteren Rollkragen gehabt hätte. But here hat er nun mal nicht, aber er passt mega gut. Und es ist so ein super schönes, pastelliges Gelb. Und für den Winter echt eine Fun-Color, muss man allen Ernstes sagen, weil man sieht ja fast immer nur grau, schwarz, dunkelblau oder sowas. Dann ein Pullover, den ich mir von Zara dieses Jahr gekauft habe. Der bleibt auch auf jeden Fall. Dann mein absoluter Lieblingspullover, dieser cremebraun gestreifte. Ich liebe den. Und dann habe ich hier noch einen richtig, richtig geliebten Pullover. Und der gestreifte Pullover hat einen Zwilling bekommen in anderen Farben. So ein braun-rosa. Finde ich auch ganz nice. Dann habe ich hier einen Pullover. Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Ich finde ihn cool. Ich mag es eigentlich richtig, richtig gern. Der hat einen riesigen Rollkragen. Ist in so einem Cremeton. Ist ziemlich oversized geschnitten. Hat an den Seiten so Schlitze. Hält auch super warm, was man so, wenn man ihn sieht, ihm so gar nicht ansieht. But here, ich habe ihn jetzt schon über ein oder sogar schon über 2 Jahre nicht mehr getragen. Und deswegen trenne ich mich von diesem Stück hier. Und ich habe den gleichen Pullover in dunkelblau. Und von dem dunkelblauen würde ich mich sogar eher trennen. Ich würde eher den cremefarbenen behalten als diesen dunkelblauen hier, aber der kommt auch weg. Dann mein neues Lieblingspullover-Kleid. Das andere war mein Lieblingspullover, jetzt kommt mein Lieblingspullover-Kleid, ist dieses hier von ASOS. Es hat so einen schönen Schnitt. Und dieser Flauschestoff, oh, ich liebe ihn einfach nur. Dann habe ich noch 2 flauschige Pullover, einmal in weiß, das ist so ein Rollkragenpullover, aber der Rollkragen liegt halt wirklich sehr eng an. Die halten auch ultra warm. Ich würde es ein bisschen mehr fühlen, wenn dieser Pullover hier in weiß und dieser Pullover hier in braun einen weiteren Rollkragen hätten. Ich glaube, dann würde ich die viel öfters anziehen. Ich mag sie auch, aber nicht ganz, 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 ganz so gerne. Trotzdem bleiben sie, weil ich sie halt ultra flauschig finde und ich finde es ziemlich schwer, gerade flauschige Pullover zu finden. Also wirklich aus diesem Flausche-Stoff. Man sieht einfach aus wie ein Teddybär da drin. Und jetzt kommen meine anderen Strickkleider, Pulloverkleider. Das hier finde ich eigentlich vom Farbton mega cool. Es hat eine Kapuze, was ich cool finde. Und dann habe ich hier auch noch so ein flauschiges Pulloverkleid. Ich mag halt den Farbton auch mega gerne. Das ist so ein Cremeweiß. Oder ich ziehe es an. Das ist wieder so ein Vielleichtkandidat. Gucke, ob es passt, ob es mir gefällt. Und diese beiden hier sind eigentlich exakt die gleichen Kleider. Einmal in rosa und hinten hellblau. Die Farbkombi ist mega schön. Und einmal blau, weiße Ärmel und hinten so ein braun, orange, Rostton. Ja, von den Farben her mega, mega schön. Die hier sind eher was für den Frühling eigentlich. Sie sind auch richtig bulky, also dick gestrickt. Man kann sie nicht mit jeder Jacke tragen. Ich habe aber ein paar Jacken, die oversized geschnitten sind, wo ich die dann auch dann darüber anziehen kann. Ich mag die eigentlich richtig gerne, aber ich finde irgendwie sind sie ein bisschen sehr kurz. Deswegen beide sind eigentlich vielleicht Kandidaten, aber eigentlich finde ich sie richtig schön. Ich glaube, ich tue die auf dem Vielleicht-Stapel, probiere sie an und wenn es mir dann nicht passt, dann sortiere ich sie aus. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr könnt, ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.